nigga mad. Hey, nigga mad. Hallo und herzlich willkommen hier bei The Forest, den Survival Horror Game. Und ich begrüße mal meinen Gast am Walkie Talkie. Hallo Basti. Hallo. Du weißt wohl nicht, wo ich bin, aber ich weiß auch nicht, wo du bist. Ich bin ja im Wald verschollen und schön, dass ich dich mal am Walkie Talkie irgendwie mal ein bisschen erreicht habe. Ja, letztes Mal hat es ja nicht so viel. Nein. Wir sind jetzt endlich angekommen, haben unser Baumhaus hier gebaut. Endlich haben wir mal ein bisschen, ja, Sicherheit in der Nacht. Das kann nämlich richtig grausam werden, glaub mir. Wir haben unsere Falle gebaut und jetzt gehen wir gleich mal gucken, ob die gefruchtet hat. Werden wir mal runterklettern. Upsa. Ja, wir haben nämlich eine Falle gebaut. Ist die schon gespannt? Ja, die ist schon gespannt. Eine Parkbank haben wir leider neben gebaut. So, wenn was drin ist, dass wir es schön betrachten können. Und ja, was bauen wir denn heute? Werden wir gleich mal in unser schlaues Survival-Buch gehen. So, ein Feuer, na das haben wir natürlich. Ein Shelter. Wir könnten ein Haus bauen. Oder wir könnten das mal machen. Ein Baumhaus gleich daneben. Das wäre doch eine gute Idee, oder? Naja. Hast du schon ein Baumhaus, was dich schützt? Wozu brauchst du noch ein normales Haus? Nee, ich kann das gleich daneben setzen. Da wird das vergrößert. Ach so. Wenn ich das gerade hier richtig sehe. Müssen wir mal gucken. Wo können wir das mal am besten hinsetzen? Hier passt's dran. Ja, wir können das gleich daneben setzen. Da wird das vergrößert. Das ist gut. Können wir das vielleicht nochmal abreißen oder drehen? Ich will das nämlich bitte gedreht haben. So, da gucken wir mal, wie wir das am besten machen. Ich möchte eins daneben haben. Ich möchte das vergrößern. So, da drehen wir das mal um 360 Grad. Und dann schauen wir mal. Hier könnten wir es theoretisch dran bauen. Oder können wir das auch hier noch irgendwie dran zimmern? Ist jetzt die große Frage. Ich glaube, das können wir nicht machen. Wir können noch ein Haus drunter setzen. Das könnten wir tun. So, kriegt man das jetzt irgendwie hier dran oder so? Aha. Aber dann kommen wir nicht mehr rein. Wie machen wir denn das jetzt mal am besten? So könnte es klappen. Dann bauen wir halt noch eine Treppe daneben. Ja, genau. So, wir haben jetzt ein Baumhaus da hoch und darunter haben wir ein Haus. Ist das nicht schön? Ja. Also wir haben ein Haus mit zwei Etagen. Hat auch nicht jeder im Wald. Ja, freut's dich denn mal bei mir mit hier bei The Forest zu sein? Ja, die Sicht ist zwar ein bisschen eingeschränkt, aber doch, so höre ich die wenigstens Wimmern und Winseln. du hast doch auch Klöbe The Forest, ne? Ja, auf dem PC, der ja am Wochenende bearbeitet wird. Und du willst das wohl nicht mal Let's Playen oder so? Mal schauen, ne? Ich habe ja noch ein paar andere Sachen, die ich
Das wäre eigentlich mal eine gute Idee, wenn du das auch mal in deinen Plan mit reinnimmst. Ich muss aber kurz mal was essen, sonst geht es mir nicht so gut. Aber ist eine coole Idee hier mit dem Haus, auf jeden Fall. So, dann machen wir mal unser Lagerfeuer an. Was haben wir denn noch so im Rucksack? Wir haben noch einen Hasen? Nein. Eine Mulch könnten wir essen. Upsa. So, jetzt warten wir mal, bis der Mulch hier fertig ist. Und also ich finde das gut. Das Haus da drunter, da könnten wir irgendwas noch hin tun da rein. Ein Lager oder so. Und da drüber können wir wohnen. Ach, ist das herrlich. Und bis jetzt haben mich meine Freunde nur wenige Male besucht, aber dann aber richtig hart. Glaubt mir, das war nicht so lustig. Ich möchte mich hier eine Festung bauen. Okay. Dass so ich auf jeden Fall mich besser verteidigen kann und mal sehen, wie weit das noch geht. So, zwei Baumstämme haben wir schon mal. Die werden wir jetzt mal hier dran setzen. Aha. Sieht gut aus. Da ist das Walkie-Talkie, mit dem wir Basti hier anrufen. So, also ich glaube, ich muss mal gucken, wie viel Baumstämme ich jetzt brauche. 100 Baumstämme. Uiuiuiui. Da müssen wir aber viele Bäume jetzt fällen. Aber vergiss nicht wieder welche zu pflanzen, ne? Bitte? Aber vergiss nicht wieder welche zu pflanzen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon geht. Also nach meinem Bemessen wachsen die Klöpfe selber noch, aber da müsste ich nachher mal gucken. So, fällt der nächste Baum um. Oh, das ist ein Teil, ey. Bang. So, wie gesagt, also bis jetzt haben wir ja noch mal Ruhe gehabt von unseren Menschenfressern, aber die Nacht ist nicht mehr lang. Dann kommen die nämlich. Und dann werden wir mal uns wieder verstecken müssen. Ja, also ich würde es empfehlen, wenn du das auch zocken würdest. Wäre cool. Mal schauen, Vielleicht, wenn das da mal rausgekommen ist, also vielleicht tun wir uns da mal die Vollversion und spielen das mal zusammen dann Multiplayer. Jetzt habe ich glaube nicht den Knopf gedrückt. Ich sage, wenn das mal irgendwann mal rausgekommen ist oder so, könnten wir uns mal die Vollversion holen, dann könnten wir hier drinnen zusammen Multiplayer zocken. Wäre ja auch geil. Ja. Wir zwei im Wald. Ja, Menschenfresser. Genau. Das müssen wir uns unbedingt mal aufschreiben, dass wir das nicht vergessen, dass wir das mal machen werden. Wann die Vollversion rauskommt, kann ich euch nicht sagen. Also ich denke mal, das wird noch ein bisschen dauern. Ich bin jetzt gerade bei der Alpha 013. Und ja, es dauert halt noch ein bisschen. Baum fällt! Ja, heute Special Gast hier bei mir, der Bossi. Mit den sprechenden Bäumen. So, 10 Holz haben wir schon von 100. Also, es dauert jetzt noch ein Stück, bis das mal fertig ist. Hier vorne liegen noch 10 Baumstämme. Oder 3. Ja, wie gewohnt kommen hier jeden Tag
The Forest-Teile, die kommen meistens früh um 6 oder um 5 sind die online. Und ja, bis jetzt hat immer sehr, sehr gut geklappt. Aber der letzte Mal jetzt, Facebook hat es mir leider irgendwie verwehrt, ein Video zu posten. Komischerweise. Gerade The Forest. Und es wird schon wieder dunkel. Das ist wieder ein schlechtes Zeichen. Nachts kommt ihr nämlich aus ihren Höhlen hier. Oh Gott, brauchen wir noch viel Holz. So, da werden wir jetzt mal ein bisschen Schlag mit dem Baum ummachen. Wir haben schon wieder gar keine Energie mehr. Müssen wir mal eine kurze Pause machen hier. Ja, wie gesagt, wir bauen hier noch ein kleines Haus drunter und werden dann hier drumherum eine Mauer bauen, sodass wir hier unser Gebiet abstecken, so ungefähr. Mal gucken. Oder was hältst du davon so? Ja, Sicherheit geht vor, weißt du ja. Ja, das stimmt. So, da werden wir jetzt mal hier den schönen Baum noch umschmeißen. Und ja, sind wir, jetzt müssen wir wahrscheinlich nur Bäume fällen hier. Oh, da liegt gut hier. Gleich passend an mein Haus. So, 17 von 100 Holz haben wir. Ist eine mühselige Arbeit, glaub mir. Überziehen lasse ich dir auf die Arbeit. Ich muss ja eher meine Umgebung in Obacht behalten hier. Ich ahne schon Böses. Manchmal stehen die einfach neben dir und sagen nicht und du erschreckst. Ah, meine Energie ist schon wieder voll runter. Wir müssten mal sehen, dass wir wieder mal was essen oder mal schlafen. Werden wir mal kurz schlafen gehen? Komme ich jetzt überhaupt noch in mein Haus rein, Joch? Lol. Ah, das geht, aber müssen wir dann mal sehen, ob wir dann auch noch reinkommen, wenn hier Mauern sind. So, werden wir mal kurz schlafen. Schlaf, 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 schlaf. So, nächster Tag. Wir sind wieder frisch und munter. Nein! Jetzt bin ich auch noch heruntergehüpft. Lol. Das wollte ich ja jetzt gar nicht. Du Master. Sag ich dir. Ah, hier geht gerade die Sonne auf. Das sieht geil aus. Baum fällt. Muss ich dann mal echt gucken, dass ich dann noch hier hochkomme. Wenn nicht, muss ich mir noch eine Treppe bauen. Lol. So, dann werden wir jetzt mal noch Bäume fällen müssen. Es nützt nichts. Wie viel brauchen wir denn noch? Ach du Gott. Noch fast 80. 70. 70 Holz. Dann brauchen wir bestimmt noch eine Treppe. Mann, ich habe meine Energie schon wieder runter.
Aber jetzt. Jetzt haut's wieder hin. Komischerweise. Jetzt haut's wieder hin. Oh! Kopf einziehen. Bist heute so ruhig, was ist los? Nix. Will ich nur nicht deine Leute da erschrecken. Ach, die kannst du schon gar nicht erschrecken hier. Die sind vieles abgehärtet. Jetzt fängt sie noch an zu gewittern. Geil. So, Mensch, so viele Bäume gibt es doch hier gar nicht. Welchen nehmen wir denn jetzt mal? Nehmen wir den hier. Hau den Baum um, hau den Baum um. Ja, ja, tschüss, hier, Hilfe. Ach Gott, Energie schwindet. Oh, jetzt, Baum fällt. So. Hoffen. Ah, da ist schon immer. Scheiße. Die steht genau unter mein Haus. Mach dich weg unter mein Haus, ey. Ich sag das. Ich spaße nicht. Manchmal sind die wie Filzläuse, du. Erst kommt einer und dann kommen sie alle. Weißt du doch, erst noch kommt der Speer. Ja, so ungefähr könnte man das sehen. So, ich hoffe mal nicht, dass die jetzt alle gleich angerannt kommen. Muss ich mal hier einen Snack essen und noch zwei Colas drauf. Dass wir ein bisschen Energie bekommen. So. Komm, fall um hier. Baum fällt. Ich glaube mal, dass wir die heute nicht fertig kriegen in der Folge, das Haus. Müssen wir mal gucken, wie wir es am besten machen. So, wo war das nächste Holz hier vorne? Das nehmen wir gleich mal nehmen. Nimm mit! So! Ja gut, dann machen wir heute mal eine kürzere Folge. Ja, ich muss halt noch vieles hochladen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und im nächsten Part werden wir dann das Haus hier fertigstellen. Ich werde mir noch überlegen, wie wir am besten das machen. Weil wir haben ja den Strick jetzt in der Decke. Mal schauen. Vielleicht müsste ich dann irgendwann mal noch eine Treppe hier hoch runterbauen irgendwie. Müssen wir mal sehen, wie wir es machen. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich beim Basti. Bitte und danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne, gerne, gerne. Immer wieder gerne. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich nehme mir noch kurz was zu essen mit. Ach nee, ich soll nicht zu essen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, einen schönen Kommi. Und ja, viele Grüße ins Facebook und ins YouTube. Euer Danny. Ciao, ciao.